Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Und ja, wir haben noch ein paar Infos. Einmal zum Thema Orga und Sicherheit, die Mädels Ihnen einfach nochmal sagen. Und dann freuen wir uns auf einen richtig schönen Umzug heute. Schämst du dich? Genau, also, falls ein Kind noch keine Warnweste anhat, bitten wir Sie einmal zu Carina oder Victoria zu gehen, dass jedes Kind wenigstens für die Sicherheit eine Warnweste hat und im Dunkeln gleich auch gesehen wird. Wichtig ist gleich für den Laternenumzug, dass Sie alle nur auf den Bürgersteig gehen, da wir dafür leider nur von der Polizei und dem Ordnungsamt die Genehmigung bekommen haben. Genau, wir bitten Sie, dies einzuhalten bis zur Kita. Was hast du denn? Am Kindergarten ist das Klettergerüst geschlossen, so wie hier auf dem Schulhof, da das leider auch ein bisschen zu gefährlich ist bei diesem Wetter und in der Dunkelheit. Darüber hinaus bitten wir Sie an diesem Abend heute, dass Sie die Aufsichtspflicht als Eltern übernehmen. Wir als Team der Kita sind heute für die Organisation zuständig. Ja, genau. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie gleich gerne bei unseren Martinsliedern kräftig mitsingen. Dafür haben wir ein paar Liedtexte noch dabei, die ich schon ausgeteilt wurden. Also die Texte wurden schon ausgeteilt. Wir freuen uns, wenn Sie mitsingen. Dann kommt gleich unser lieber Sankt Martin mit dem Pferd. Der reitet uns vorweg. Sie dürfen gerne von weitem gucken und winken. Aber bitte sehen Sie davon ab, dem Sankt Martin zu nahe zu kommen, damit das Pferd auch keine Angst bekommt. Und wir laufen dann in möglichst in einer möglichst geschlossenen Gruppe hinter dem St. Martin her. Wir sammeln uns dann in der Kita auf der großen Wiese beim Spielplatz, wo sonst das große Sonnensegel hängt. Dort werden dann die Füchse nochmal einen kleinen Laternentanz aufführen. Nach dem Auftritt der Füchse werden dann dem Elterncafé die aus dem Elterncafé die Stutenkerle und aus dem Sommergruppenfenster Kinderpunsch verteilt. Beim Kinderpunsch gibt es Selbstbedienung, da dürfen Sie gerne mit Ihrer Tasse einfach an die Heizbehälter drangehen. Und Genau, und an dieser Stelle möchten wir auch gerne dem Förderverein nochmal ein ganz liebes Dankeschön aussprechen. Vor allen Dingen für die Hilfe bei der Waldhütte in letzter Zeit, weil da einige Reparaturen angefallen sind und der Förderverein uns da wirklich ganz fleißig unterstützt hat, dass wir das sehr schnell wieder reparieren konnten und dementsprechend die Waldhütte weiterhin nutzen konnten. Genau. Falls es gleich falls gleich jemand zur Toilette muss, ob Kind oder Erwachsener, in der Frühlingsgruppe und unten im Stockwerk die Personaltoilette sind für die Kinder und die Erwachsenen geöffnet. Wir geben zu allen Stutenkerlen auch einen Flyer vom Förderverein mit raus, wo sie sich nochmal, wo eine Anmeldung mit drauf ist. Wir würden uns wirklich sehr über neue Mitglieder freuen, weil der Förderverein gerade für das weitere Waldkonzept wirklich, wirklich wichtig ist. Und deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn morgen ganz viele Anmeldungen bei mir im Büro liegen. Und ganz wichtig wäre noch die Warnwesten, die wir jetzt ausgegeben haben. Bräuchten wir bitte heute oder morgen von den Kindern zurück, weil wir die für unsere Marktbesuche und Spaziergänge brauchen. Ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal alles. Wir wünschen Ihnen ganz, ganz viel Spaß, den Uhu ganz viel Erfolg bei Ihrem Auftritt. Und los geht's! Ich bin auch ein Mädchen. Ich
Juhu, nach dem Umzug bekommen wir Stutenkerle. Ich habe keine Laterne. Wie, du hast keine Laterne? Ich war doch krank und Mama nie mitbekommen, dass du was wurde. Sollen wir uns meine Laterne teilen? Nein, ich gehe nicht mit! Du lachst, aber so nicht. Ich habe keine Laterne und der Schuhenkerl habe ich auch nicht bestellt, deswegen habe ich keine Lust. Wenn du nicht weggehst, dann gehe ich ja auch nicht. Wenn die Lust ist, dann seid ihr noch nicht angezogen. Das ist übrigens dein Laterne, die haben wir zusammen für dich gebastelt. Wollen wir auf den Spielplatz noch einen Laternenumzug machen? Ja! Mama! Danny! Wow! Schau, wie schön dein Leuchten ist.
St. Martinszug anführen. Und die Kinder, die vielleicht auch schon mal rüberschauen wollen, da hatten wir auch schon einen kleinen Besuch bekommen. Ich bin vorbereitet.
vorne. Ja, das ist doch nicht so.